dass auch Hardy Riedel, der Vorsitzende des Kreisverbandes Marburg-Biedenkopf, anwesend ist. Wo ist er? Hier ist er. Lieber Hardy, schön, dass du auch hier bist. Auch Marburg-Biedenkopf gehört natürlich dazu. Hallo. Ihr hattet letzte Woche bereits Bernd Lucke, unseren Vorsitzenden Bundessprecher, bei euch in Marburg. Und gemeinsam vervollständigen wir in Gießen nun das Spitzenduo unserer Partei. Ich grüße alle Mitglieder und Förderer der AfD, alle Parteiinteressierte, die Einsatzkräfte der Polizei, denen wir den geregelten Ablauf hier verdanken und die extra für uns zum Teil eine Sonderschicht einlegen müssen. Ich danke jedem Einzelnen, dass sie und er uns einen halben Samstag opfert. Ich grüße zuletzt auch alle politischen Gegner, die Jugendorganisationen so mancher Parteien und natürlich auch die sogenannte Antifa, die ist gar nicht da, deren Demokratieverständnis, und das ist ironisch gemeint, wir alle immer wieder bezeugen können. Die AfD wird in den Medien und von unseren politischen Gegnern immer wieder durch bewusste und zielgesetzte Unwahrheiten als rechtspopulistische Partei, als nationalistisch, gar als europafeindlich, als rassistisch, chauvinistisch und auch ganz groß dabei homophob, neoliberal und erzkonservativ verunglimpft. Als ich selbst vor über einem Jahr als ehemaliger SPD-Wähler unserer Partei beitrat, hätte ich niemals gedacht, dass ich mich mit solchen Attributen betiteln lassen muss. Unsere Partei hält die Meinungsfreiheit innerhalb der demokratischen Grundordnung natürlich und eine offene Diskussionskultur für ein hohes Gut. Die AfD lehnt es ab, dass selbsternannte Gesinnungswächter Andersdenkende einschüchtern und gesellschaftlich ausgrenzen. In den 14 Monaten, die ich nun in der AfD bin, wurde es für mich bis heute immer deutlicher, wie politische Mitbewerber und auch so manche Medienvertreter die Meinungen und Aussagen unserer Partei bewusst verdrehen, um diese dann mit dem Etikett rechts abzustempeln. In unserem Europawahlprogramm heißt es, die AfD bekennt sich uneingeschränkt zu Europa und der Europäischen Union, die der Aufklärung sowie dem Streben nach Menschenrechten und Demokratie gerecht wird. Diese Errungenschaften sind ein wichtiger Kern von Europa und waren nur deshalb möglich, weil die Mitgliedstaaten Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und soziale Marktwirtschaft verwirklicht haben. Die EU ist mittlerweile auf dem Weg, diese Erfolge aufs Spiel zu setzen. Durch Zentralismus, Bürokratie, Verschwendung von Geldern und Einmischung in Dinge, die sie eigentlich nicht regeln sollen. Unsere AfD war und ist die erste Partei, die den Mut hat, Dinge anzusprechen und Probleme beim Namen zu nennen. Auch deshalb, weil andere Parteien sich das nicht trauen. Seit neuestem sehen wir in der öffentlichen Diskussion, in den Medien, in der Tagespresse, aber wiederum die übliche Übung, die die etablierten Parteien aus dem FF beherrschen, das Verkaufen der anderen Meinung als eigene Idee. Das offenbart doch Inhaltslosigkeit, meine Damen und Herren. Die Inhaltslosigkeit der anderen Parteien sieht man auch im jetzigen Europawahlkampf. Während die einen im AfD-Blau plakatieren, um so vielleicht mehr Wähler zu bekommen, werden die anderen mit einer Kanzlerin, die gar nicht zur Wahl steht. Nach dem grundgesetzlichen Artikel 21 wirken die Parteien an der politischen Willensbildung mit. An der politischen Willensbildung des Volkes. Die Alternative für Deutschland tut das und sie tut es nicht um ihrer selbst willen, sondern für Europa souveräner Staaten, für wahrhaft mehr Demokratie in Deutschland, für unsere Bürgerinnen und Bürger, für die Zukunft des Sozialstaates und eine starke Wirtschaft, die sich insbesondere für die kleinen und mittelständischen Unternehmen vor Ort einsetzt. Wir sind für einen funktionierenden und barrierefreien europäischen Binnenmarkt, für Freundschaft und Frieden in Europa, aber gegen Ideologie jeglicher Couleur. Und natürlich gemeinsam mit dem Mut zu Deutschland. Meine Damen und Herren, Frau Dr. Christiane Gleißer, unsere Kandidatin für das Europäische Parlament. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, Freunde und Förderer der AfD. Warum
wollen Bürger wie ich, Freiberuflerin, Mutter von 4 Kindern, seit 15 Jahren verheiratet, Wahlkampf machen für die AfD und im Europäischen Parlament für die AfD arbeiten. Ich habe mich vorher nie politisch engagiert und bin im letzten Jahr, im Mai, in den Vorstand, den Landesvorstand der Alternative Hessen gewählt worden, habe dann als Spitzenkandidatin im Landtagswahl die AfD durch ganz Hessen vertreten, bin im Wahlkampf auch mehrfach hier in Gießen gewesen und ich kann schon sagen, ich bin ein bisschen stolz auf das gute Ergebnis, das wir im letzten Wahlkampf in Hessen erzielt haben. 4,7 im Bundestagswahlkampf, knapp an der 5%-Hürde vorbei. Und 4,1% im Landtagswahlkampf. Ich glaube, für eine Partei, die keine 6 Monate alt war, ein fantastisches Ergebnis. Die Wahlen zum Europäischen Parlament sind ein wichtiges Signal für die Zukunft der Europäischen Union und von ganz Europa. Es ist unsere große Chance, auch aus Deutschland kritische Stimmen in das Europäische Parlament zu schicken. Dieses Parlament braucht wie jedes andere Parlament auch eine Opposition, die ihren Namen verdient, die erkennbar für alle aus Deutschland kommt. Alle anderen Länder haben eurokritische Parteien in diesem Parlament. Da muss es und da wird es ersichtlich werden, dass auch in Deutschland über den Euro, die Währungsunion, die europäischen Institutionen und Europa diskutiert wird. Dass die Bürger nicht länger willens sind, Alternativlosigkeit zu akzeptieren. Mit Freude habe ich in den letzten Tagen die zunehmenden Umfragewerte gesehen. Die AfD hat zugelegt. Sogar Spiegel Online gesteht uns bereits 7% zu. Ein grandioser Schwung für die letzte Woche unseres Wahlkampfs. Warum also müssen wir in das Europäische Parlament? Europa, die Europäische Union und der Euro ist das Kernthema der AfD. Vor allem die Entwicklung der Währungsunion betrachte ich und viele meiner Mitstreiter und viele Bürger, wie ich aus Gesprächen weiß, mit Sorge. Wir haben das Gefühl, dass sich hier ein Gebilde entwickelt, das sich spätestens durch die überstürzten Rettungsmaßnahmen für die hochverschuldeten südeuropäischen Krisenländer zu einem Geflecht von Institutionen weiterentwickelt, die undurchsichtig, undemokratisch, ineffizient und teuer sind. Zum Beispiel der EFSF. Wer sich das nicht merken kann, kann das mit Hilfe der Karikaturisten der FAZ, Gräser und Lenz tun, die damals titelten: Europa füttert seine Versager. Diese Institutionen bürden uns Milliardensummen von Bürgschaften auf. Angesichts dieser schwindelerregenden Zahlen frage ich mich, ob es bei Bürgschaften bleiben wird oder ob wir dieses viele Geld nicht doch irgendwann zurückzahlen müssen. Und wer angesichts des demografischen Wandels denn diese Schulden zurückzahlen soll, wenn wir immer weniger Kinder haben, auf die wir diese Zahlungen abwälzen. Im Oktober 2010 haben wir die letzte Schuldrate aus dem Ersten Weltkrieg bezahlt. Dabei dürften uns die Babyboomer noch geholfen haben. Diese werden aber selbst Renten erhalten müssen, wenn die jetzt junge Generation die Schulden aus der Euro-Krise bedienen müssen. Das ist etwas, das müssen wir aussprechen, denn hier hat, denken Sie nur an die Rentenreform, in den etablierten Parteien niemand den Mut zur Wahrheit. Die Euro-Rettungspolitik ist es auch, mit der nur Banken, aber nicht Menschen gerettet werden. Sie zerstört die Idee eines friedlichen Europas durch Sanierungsprogramme, die den Krisenstaaten aufgezwungen werden. Ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn ich behaupte, dass die EU noch nie so zerrissen war wie heute.
Erst vor einigen Tagen konnte man lesen, dass Berlusconi Wahlkampf macht mit dem Slogan mehr Italien, weniger Deutschland. Genügt es nicht, dass die EU-Institutionen, allen voran Herr Draghi an der Spitze der EZB, die Währungspolitik in ein Fass ohne Boden verwandelt haben? Noch mehr Italien und vielleicht noch mehr Schulden? So kann und darf es doch nicht weitergehen. Es wird aber so weitergehen, denn Deutschland ist zwar am Kapitalschlüssel der EZB mit 27% beteiligt, trägt also die größten finanziellen Lasten, hat aber wie alle anderen Länder nur eine Stimme, weil das Stimmgewicht dem Kapitalschlüssel nicht entspricht. Und wenn 2015 Litauen in die Eurozone aufgenommen wird, darf Deutschland bei jeder fünften Sitzung des EZB-Rats nicht mitstimmen. Wenn also eine strukturelle Mehrheit von EZB-Notenbankern Südeuropa gerne weiter feiern lassen will, wird das so beschlossen werden. Und die deutschen Steuerzahler werden es bezahlen müssen. Wir brauchen in Deutschland als größtem Nettozahler der EU ein Vetorecht in den Institutionen, damit es von anderen Staaten nicht überstimmt und zu nicht tragbaren finanziellen Lasten gezwungen werden kann. Ich weiß nicht, woran Enzensberger dachte, als er diesen Begriff erfand. Aber ich sage Ihnen als Mutter von vier Kindern, auch sanfte Monster sind unersetzlich. Überall reagiert dieses sanfte Monster in unseren Alltag hinein. Beispiele gibt es zuhauf. Die Schnullerkettenverordnung, das Glühbirnenverbot, die Ölkännchenregelung, die Produktrücknahmeregelung, die Programmierung der Pizza Neapolitana und so weiter und so fort. Es ist höchste Zeit, dem Wahnsinn Einhalt zu gebieten und Souveränität, die nach Brüssel abgegeben wurde, nach Deutschland, nach Hessen und in unsere Kreise und Kommunen zurückzuholen. Nur das, was ganz Deutschland berührt, soll auf europäischer Ebene entschieden werden. Unser sanftes Monster braucht dringend eine Abmagerungskur. Gedacht und von unten nach oben gebaut werden. Wir können es nicht von oben den europäischen Bürgern überstülpen. Ein europäischer Zentralstaat, der immer größer wird, ist nicht die Struktur, die uns Europäern die Freiheit erhält. Freiheit darf nicht zugunsten von Sicherheit und Bevormundung den Kürzeren ziehen. Ich möchte nicht durch Gutmenschen gegängelt oder von Besserwissern belehrt und bevormundet werden. Deutschen Interessen innerhalb Europas zu vertreten. Und wir brauchen den offenen Diskurs, den sachlichen Diskurs darüber, ob mehr Europa auch gut für Deutschland ist. Nur so können wir die Bürger wieder für die europäische Idee begeistern und der Europamüdigkeit, die in Wirklichkeit eine EU-Müdigkeit ist, entgegenwirken. Warum also will ich in das Europäische Parlament? Ich will eine kritische Stimme sein in diesem Parlament. Ich will dazu beitragen, dass dieses Parlament die Vielfalt der europäischen Bürger besser repräsentiert. Als Freiberuflerin und als Mutter von vier Kindern will ich mehr Lebenswirklichkeit nach Brüssel und Straßburg bringen. Darüber hinaus bin ich der festen Überzeugung, und der Protest hier zeigt es mir, dass gerade wir als junge Partei unseren Anspruch, gehört zu werden, auch deutlich machen müssen. Auch wenn das EU-Parlament zurzeit vielleicht noch ein zahnloser Tiger ist, so ist doch jeder Sitz für die AfD darin ein Fuß in der Tür zum Deutschen Bundestag. Die AfD ist eine Bürgerbewegung und dafür stehe ich mit vielen meiner Mitstreiter, die in Deutschland wirklich etwas verändern werden. Deshalb wollen und deshalb werden wir in das Europäische Parlament einziehen. Ich möchte
Zitat von Victor Hugo, das man häufig hört. Nichts ist mächtiger als eine Bewegung, deren Zeit gekommen ist. Liebe Freunde, liebe Gäste, meine Damen und Herren, unsere Zeit ist da. Brüssel, wir kommen. Vielen Dank, Christiane Gleisner. Meine Damen und Herren, bevor jetzt Hans-Olaf Henkel kommt, möchte ich ganz kurz noch eine Ansage machen. Sie werden gleich Zeuge werden, wie Sie an Ihrer informationellen Selbstbestimmung gehindert werden, nämlich durch Pfeifer, die vielleicht auch mit Farbeiern werfen. Wir wissen es nicht, was jetzt auf uns zukommt. Aber dahinter stehen Sie, meine Damen und Herren von der Antifa, wenn Sie bei uns an der Macht wären, gäbe es in Deutschland keine Demokratie mehr. Meine Damen und Herren, Hans-Olaf Henkel. Hallo, meine Damen und Herren, guten Morgen. Vielen Dank für den freundlichen Empfang durch diese Wichtigtour dort, die nicht mal den Mut haben, ihr Gesicht zu zeigen, sich hinter Sonnenbrillen verstecken und hinter Pudelmützen. Meine Damen und Herren, das ist die Realität. Übrigens, seien Sie nicht aggressiv gegen diesen Leuten. Sie können nichts dafür. Sie wissen nicht, was sie tun. Es ist dieser Partei schon seit ihrer Gründung so gegangen. Die Vertreter der Altparteien haben uns von Anfang an in die Ecke der Rechtspopulisten gestellt. Und wenn selbst Ministerpräsidenten wie die Ministerpräsidentin des Saarlands, Frau Kramp-Karrenbauer, uns als verfassungsfeindlich bezeichnet, wenn führende Politiker der Opposition uns immer als Rechtspopulisten bezeichnen, dann darf man sich nicht wundern, dass diese armen, fehlgeleiteten Menschen tatsächlich auf die Straße gehen und diese Aktion gegen uns betreiben. Also, habt Mitleid mit ihnen, meine Damen und Herren. Sie tun mir leid. Sie haben keine Ahnung. Sie kennen unser Programm nicht. Sie wissen nicht, worum es geht. Sie wissen nicht, was Sie tun. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich mal vorneweg Ihnen erklären, warum hier jemand steht, der sich vor 15 Jahren sehr engagiert für die Einführung des Euro in Deutschland ausgesprochen hat, der für den Euro gekämpft hat und der heute hier steht und sagt, das war der größte professionelle Fehler seines Lebens. Meine Damen und Herren, ich habe meine Meinung geändert. Und das wird mir nun vorgeworfen, auch von der Presse, insbesondere von der Springerpresse, die mich immer für einen Wendehals hält. Die meint, ich hätte meine Meinung zu leichtfertig geändert. Aber im Grunde war es doch andersrum. Wenn die Politik nicht sämtliche Versprechen, aber auch sämtliche Versprechen, die sie uns bei der Aufgabe der D-Mark gegeben hat, gebrochen hätte, wäre ich heute immer noch für den Euro, meine Damen und Herren. Also, ich habe nicht meine Meinung geändert. Die Politik hat den Euro verändert. Und lassen Sie mich hier heute Morgen mal ganz klar und deutlich sagen, wo das Weiter-so der Europolitik eigentlich hinführt. Zunächst mal einige ökonomische Aspekte. Sie alle wissen, wenn Sie den Süden betrachten, dass der Euro im Süden inzwischen viel zu schwer geworden ist. Die Griechen können ihre Waren, Güter, Dienstleistungen auf dem Weltmarkt nicht mehr unterbringen, weil der Euro zu teuer geworden ist. Der französische Ministerpräsident hat vor wenigen Tagen gesagt, die französische Wirtschaft kommt nicht mehr weiter, weil der Euro für die Franzosen zu teuer geworden ist. Der Euro ist zu schwer für Spanien, für Portugal, für Italien. Und das Resultat im Süden Europas kann man heute besichtigen. Dort wächst die Wirtschaft schon seit 5 Jahren nicht mehr, sie schrumpft. Und Sie haben heute im Süden Europas eine dramatische Arbeitslosigkeit. 58% der jungen Griechen sind arbeitslos, meine Damen und Herren. Das ist eine direkte Folge der Europolitik. 54% der spanischen Jugendlichen sind arbeitslos. Eine direkte Folge der Europolitik. 28% der französischen Jugendlichen sind arbeitslos. Eine direkte Folge der Europolitik. Meine Damen und Herren, hier geht eine ganze Generation vor die Hunde,
weil wir an diesem Euro festhalten wollen, koste es, was es wolle. Und deshalb ist eine andere Europolitik nicht nur im Interesse Deutschlands, sondern vor allen Dingen ein Gebot der Solidarität mit dem Süden Europas. Und diejenigen, die hier meinen, sie würden irgendwelche Interessen vertreten, sollten mal darüber nachdenken, was der Euro im Europa, in Südeuropa vor allen Dingen anrichtet. Jetzt wird uns erzählt, dass ja Griechenland oder andere Länder schon wieder auf dem Wege nach oben seien. Meine Damen und Herren, lassen Sie sich das nicht einreden. Es stimmt einfach nicht. Die Staatsverschuldung Griechenlands ist heute schon wieder höher als zu Beginn der Griechenland-Krise. Das heißt also, nach der Europawahl natürlich, nach der Europawahl werden wir das nächste Rettungspaket für Griechenland schnüren dürfen. Und die Bundesregierung und die Europäische Kommission und die EZB und alle, die damit zu tun haben, arbeiten auch schon dran. Und ich sage Ihnen jetzt voraus, ziemlich schnell nach der Europawahl bekommt Griechenland einen neuen Kredit, diesmal über 50 Jahre zu 1%. Sie können sich vorstellen, wer letzten Endes für dieses Geld aufkommen muss. Also Sie sehen an den Folgen dieser Europolitik, dass der Süden einfach nicht mehr nach oben kommt. Wenn der Euro allerdings zu schwer für den Süden ist, dann ist er natürlich auch zu leicht für den Norden. Und darunter leiden die Deutschen heute, vor allem die Sparer. Ist Ihnen eigentlich klar, dass wir zum ersten Mal seit Jahrzehnten in Deutschland für unser gespartes Geld weniger Zinsen bekommen, als die Inflation ist? Also derjenige, der diesen deutschen Haushalt von Herrn Schäuble saniert, ist der deutsche Sparer, weil der Euro zu schwach für Deutschland ist. In der gleichen Woche, in der Präsident Hollande von Frankreich gesagt hat, der Euro sei zu stark für Frankreich und die Zinsen der EZB, der Europäischen Zentralbank, seien zu hoch für Frankreich, hat Frau Merkel gesagt, die Zinsen seien zu niedrig für die Deutschen. Welche Konsequenz zieht man aus dieser Aussage? Man müsste die Konsequenz ziehen, dass eine Einheitswährung in unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Konjunkturen einfach nicht funktionieren kann. Und genau das erleben wir heute, meine Damen und Herren. Und wenn die Bundesregierung behauptet, wir seien in einem fantastischen ökonomischen Zustand, dann darf ich daran erinnern, dass die deutsche Volkswirtschaft im letzten Jahr um 0,4% gewachsen ist. Und die Eurozone ist zum 5. Mal hintereinander geschrumpft. Natürlich sind wir innerhalb der Eurozone als Einäugiger unter den Blinden der König. Aber das ist doch eine Betrachtungsweise, die absurd ist. Denn 66% der deutschen Exporte gehen nicht in die Eurozone, geht in den Rest der Welt. Wenn also Frau Merkel, Herr Schäuble und die alle immer wieder behaupten, wir brauchen den Euro, weil wir so viel exportieren nach Europa, ist die Aussage völlig irrelevant. Denn immer weniger unserer Exporte landet in der Eurozone. Für den deutschen Mittelstand, den kleinen, den großen Unternehmer, ist natürlich die Welt entscheidend. Und wenn wir nur, um den Euro zu retten, unsere Wettbewerbsfähigkeit und unseren Wohlstand aufs Spiel setzen, dann verlieren wir natürlich Marktanteile auf dem Weltmarkt. Also lassen Sie mich noch mal ganz klar sagen, der Euro ist zu schwer für den Süden und er ist zu leicht für den Norden und für Deutschland. Und darunter leiden insbesondere Rentner, Sparer, Arbeitnehmer und so weiter. Also, was ist die Lösung? Die Lösung hat jetzt die Politik gefunden. Sie meint zu Recht, wir müssen also mit unserem Produktivitätsniveau aus Deutschland herunter. Und der Süden muss nach oben. Der Süden schafft es aber nicht. Und deshalb bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als unsere Produktivitätsvorsprünge abzugeben. Wir müssen Wohlstand abbauen, um den Euro zu retten. Und das passiert jetzt. Die französische Regierung hat vorgeschlagen, dass die deutsche und die französische Arbeitslosenversicherung zusammengelegt wird. Sie können sich vorstellen, was das für Vergnügen in Paris auslöst und welche Probleme das für uns bedeutet. Die Europäische Kommission hat vorgeschlagen, dass alle Sozialversicherungssysteme in Europa jetzt zusammengelegt werden. Eine logische Folge der Europolitik. Meine Damen und Herren, das geht natürlich zu unseren Lasten. Wir haben jetzt eine Bankenunion. Sie wurde uns mal
schmackhaft gemacht unter der Überschrift Bankenaufsicht. Ja, natürlich freuen wir uns, wenn die Banken beaufsichtigt werden und möglichst von vielen beaufsichtigt werden. Aber inzwischen ist die Bankenunion so umgestellt worden und von Deutschland so akzeptiert worden, dass die deutschen Sparer demnächst sich an der Rettung französischer, italienischer und spanischer Banken beteiligen dürfen. Das ist die Realität der Euro-Rettung, meine Damen und Herren. Und das muss Ihnen mal jemand sagen. Und es gibt nur eine Partei, die Ihnen das sagt. Das ist die AfD. Wussten Sie, dass es im ganzen Bundestag unter den 633 Abgeordneten nicht einen einzigen gibt, der den Euro in Frage stellt? Wussten Sie, dass in allen anderen Euro-Ländern es Opposition gegen den Euro gibt? Nur nicht bei uns. Und nur in diesem Land ist die Diskussion allein über Alternativen zum Euro identisch mit Rechtspopulismus. Und nur in Deutschland regen sich Leute wie diese Typen da drüben auf, wenn man in Deutschland eine Alternative diskutiert. Bravo. Meine Damen und Herren, die ökonomischen Folgen dieser Euro-Rettungspolitik kann man nicht genug dramatisieren. Lassen Sie mich auch zu den politischen Folgen der Europolitik kommen. Da heißt es, der Euro sei ein Friedensprojekt gewesen. Meine Damen und Herren, es stimmt, wir haben seit 70 Jahren Frieden in Europa. Aber hat das was mit dem Euro zu tun? Sind wir mit Polen im Krieg? Die haben den Zloty. Haben wir Großbritannien angegriffen? Die haben das Pfund? Oder Tschechien? Nein, ganz im Gegenteil, meine Damen und Herren. Wir haben den Frieden in Europa nicht dem Euro zu verdanken, sondern den Demokratien. Es hat noch nie in Europa eine Demokratie gegeben, die eine andere angegriffen hat. Und wenn wir es weiter so machen, ununterbrochen Verträge brechen und das undemokratische Entscheidungssystem in der EU weiter fördern, dann legen wir nicht nur die Axt an die Demokratien, sondern letzten Endes auch an den Frieden. Meine Damen und Herren, vor der Griechenland-Krise war Deutschland das beliebteste Land in Griechenland. Frau Merkel war jetzt inzwischen zweimal in Athen. Sie musste jedes Mal von Tausenden von Polizisten beschützt werden. Was heißt das? Der Euro ist kein Friedensobjekt. Der Euro spaltet Europa. Er sät Zwist und Zwietracht. Das französisch-deutsche Verhältnis ist heute in einem Zustand, in dem es in den letzten 50 Jahren nicht war. Und wenn Sie die Gründe analysieren, kommen Sie nur auf den Euro. Es sind immer unterschiedliche Betrachtungsweisen, was die Wirtschafts-, Fiskal- und Finanzpolitik betrifft. Und das ist auch logisch, denn die Franzosen haben eine andere Vorstellung von Wirtschaft als wir. Ich habe dort 12 Jahre lang gelebt. Ich weiß, wovon ich rede. Und es ist auch logisch, dass der Euro Zwietracht in Europa sieht. Denn Frau Merkel und Herr Schäuble müssen als potenzielle Vertreter des größten Gläubigers dauernd ihre Nase in die Angelegenheiten anderer Länder stecken. Und das tun sie. Und das müssen sie auch. Frau Merkel sagt, die Griechen haben zu wenig Privatisierung. Die Spanier haben zu viel Urlaub. Die Italiener müssen ihren Arbeitsmarkt deregulieren. Die Franzosen müssen weniger Beamte haben. Das sind die deutschen Vorstellungen über Wirtschaftspolitik in anderen Ländern. Die deutschen Politiker sind dafür gewählt worden, sich um die deutschen Angelegenheiten zu kümmern und nicht um die Angelegenheiten anderer Länder. Aber sie müssen es, denn sie fühlen sich verpflichtet, und ich verstehe das, zu verhindern, dass all die Bürgschaften, Kredite und was wir da auf den Tisch gelegt haben, auch auf uns zukommen. Und deshalb sind die von morgens bis abends unterwegs in Europa. Und das macht uns natürlich keine Freunde. Und es wurde ja eben schon darauf hingewiesen, dass im italienischen Wahlkampf jetzt das Slogan der größten Partei ist: mehr Italien, weniger Deutschland. Und überall, wo ich in Europa hinkomme, werde ich angegriffen dafür, dass die Deutschen den dauernd sagen, was sie tun lassen müssen. Und das lassen die sich nicht mehr gefallen. Was passiert jetzt? Jetzt sagen sie uns, was wir tun und lassen müssen. Und was sagen die Franzosen? Sie sagen, die Deutschen müssen ihren Exportüberschuss abbauen. So weit sind wir schon gekommen. Und nicht nur das, die EU sagt das auch schon. Und die französische
Präsidentin des Internationalen Währungsfonds sagt das auch schon. Die Deutschen sollen jetzt ihren Exportüberschuss abbauen. Eine logische Folge der Euro-Politik, meine Damen und Herren. Und deshalb richtet der Euro nicht nur immensen ökonomischen und sozialen Schaden im Süden Europas an und auch im Norden, sondern auch politischen Schaden. Und nicht nur das. Darf ich Sie daran erinnern, dass es immer noch 9 Länder in der Europäischen Union gibt, die den Euro nicht haben? Wussten Sie, dass nur noch die rumänische Bevölkerung den Euro will? Ist Ihnen eigentlich klar, was das bedeutet, wenn die Briten, weil sie die Rettungspolitik des Euro nicht mitmachen wollen und vielleicht demnächst aus der Europäischen Union aussteigen, was das für uns bedeutet? Dann verlieren wir das letzte Land mit einem einigermaßen gesunden Menschenverstand in der Europäischen Union, meine Damen und Herren. Und nicht nur das. Wir alle wissen, dass Großbritannien der zweitgrößte Nettozahler der Europäischen Union ist. Raten Sie mal, wer den Beitrag dann übernehmen darf, wenn die weg sind. Das muss ich Ihnen nicht sagen. Also, meine Damen und Herren, ökonomischer Schaden und politischer Schaden wird angerichtet. Und dann erzählen die uns immer in diesen Talkshows, wenn sie am Rücken zur Wand stehen und keine Argumente mehr haben, die der Herr Lucke und der Herr Stabatti und andere aus unserer Partei vorbringen, dann erzählen sie am Schluss immer, ja, es ist ein Friedensprojekt, meine Damen und Herren. Nein, der Euro ist kein Friedensprojekt. Der Euro bedroht den Frieden in Europa. Bravo! Lassen Sie mich auch sagen, was hat die AfD vor? Im Gegensatz zu dem, was uns die Vertreter der Altparteien und die meisten Medien von morgens bis abends einreden, sind wir begeisterte Europäer, Nummer eins. Wie kann man denn kein begeisterter Europäer sein, wenn man in Europa lebt? Ist doch absurd. Wir sind auch für die Europäische Union, aber nicht für diese Europäische Union, die jetzt gebaut wird, um den Euro zu retten. Um den Euro zu retten, wird aus der Europäischen Union jetzt ein europäischer Zentralstaat. Das ist eine logische Folge der Euro-Rettungspolitik. Das machen wir nicht mit. Zweitens, hatten wir von Europa immer die Vision eines Europas der Vielfalt. Ein Europa der sogenannten Subsidiarität, wo also die Verantwortung für die Lösung eines Problems nach unten gelegt wird. In diese Stadt oder nach Hessen oder von mir aus nach Berlin und ganz am Ende nach Brüssel. Aber um den Euro zu retten, wird jetzt alles zentralisiert. Es heißt harmonisiert. Das heißt, die europäischen Sozialversicherungssysteme werden auf einem niedrigen Niveau harmonisiert, meine Damen und Herren. Ist doch klar, wenn wir unsere Arbeitslosenversicherung, unsere Rentenversicherung, unsere Krankenversicherung auf einem europäischen Niveau harmonisieren, um den Euro zu retten, dann muss ich Ihnen nicht sagen, wo Deutschland irgendwann mal landet. Irgendwo mal unterhalb dem Niveau von Frankreich. Das wollen wir verhindern. Wir sind für Vielfalt in Europa und nicht für Einfalt für diese Typen da. Also, lassen Sie mich klar sagen, die Alternative für Deutschland steht für Europa. Sie steht für die Europäische Union. Sie steht aber für ein Europa souveräner Staaten und ist gegen die Vereinigten Staaten von Europa. Die AfD ist für eine schlankere und eine demokratischere EU. Sie ist nicht der Meinung, dass wir mit dieser undemokratischen Art und Weise, wie dort Entscheidungen getroffen werden, weiter vorgegangen werden kann. Wussten Sie, dass wir in der Europäischen Zentralbank das gleiche Stimmrecht haben wie Zypern und Malta? Ist das demokratisch? Nach meiner Überzeugung ist das nicht demokratisch. Und wenn wir jetzt uns mit 2 sogenannten Spitzenkandidaten der Altparteien auseinandersetzen, dann müssen wir uns mal genau angucken, was dahinter steht. Hier haben wir Martin Schulz, der Präsident des Europäischen Parlaments.